Ein Moment, mein Mikro will gerade nicht, wie ich will. Ich muss hier kurz was abbauen. So, das stört nämlich bei dem Mikro meinen Spuckschutz für mein anderes Mikro. So, und damit ein herzlich willkommen zum Stream von Spirit of the North. Ja. Ich drücke mal auf Fortfahren. Und eigentlich wollte ich ein bisschen so nach hinten wieder. Mich setze nicht so nah. So, ich glaube, das hier gefällt mir schon von der Entfernung hier besser. Erstmal einen Schluck Cola. Dann läuft der Tag auch besser an. So, es ist wieder eine Weile her. Ich habe aber, um ehrlich zu sein, keine Ahnung mehr, wie die Steuerung ist. Aber ja. So. Dann laufen wir hier mal runter. In der Hoffnung, dass wir das auch hinkriegen, ohne noch genau die Steuerung zu wissen, weil, ja. Es ist doch echt zu lange her. Konnte man nicht... Oh, man konnte laufen. Okay. Ich wollte sagen, konnte man nicht auch laufen. Ach so, so springe ich auch. Okay. So. Ach, das Spiel ist wirklich echt schön designt, muss man schon sagen. Okay, jetzt wird die Musik ziemlich laut. Das hätte ich nicht erwartet. Und hallo Vanessa. So, wir laufen diese Straße entlang, denn die Straße wird steinig und schwer. Ja, so, wir können aber auch langsam gehen, okay. Oha, wir kommen dem roten Strahl immer näher. Ich glaube, in diesem Berg, wo der Strahl da runterkommt, ist Böses im Busch. Oder schon in diesem Tunnel.
Nein, nein. Doch, doch, glaube ich schon. Oha, jetzt sind wir wieder so ein Geist-Ding. Okay. Aua. Wieso klappt das denn nicht? Ich drück doch Kreis, das wurde doch angezeigt, oder nicht? Das ist vollkommen normal. Ja. Und ja, ich weiß, was da mache. Ist noch drin. Hatte keine Zeit mehr, das rauszunehmen. Hallo? Ich löse mich immer nach einer Zeit hier auf. Oder wenn ich zu nah rangehe. Nein, da ist ja hier, ist ja Ende Gelände. Oha. Es stimmt, ich konnte ja diese Blumenkraft da einsaugen. Vielleicht hilft die. Ich glaube zwar nicht, aber... Ich glaube nicht, aber mal ein Versuch ist es wert. Oha, es ist doch... Es scheint das... Lass mich da... Okay, nee, lass mich da nicht mehr rein. Dann laufe ich jetzt nochmal mich aufladen. So. Und dann schaue ich auch noch den Rest hier drin, den man noch hier erkunden konnte. Nicht wirklich, ne? Man kommt einfach irgendwo wieder raus, wo man schon war. Okay. Thank you.
Na, 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 so geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. Ey. Wutsch, wutsch, wutsch. Wir sind ein neuer Fuchs. Okay. Das hat diesmal das Ding da nicht weggemacht. Das Leuchten ist eine gute Taschenlampe. Ja. Ich glaube aber nicht, dass es hier im Spiel so dunkel wird. Regnet das Blut? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Blut ist. Keine Ahnung. Es regnet was Rotes. Nicht alles, was Rotes ist Blut. Bei den Kindern schon, okay. Ja. Hier kommen wir bestimmt auch nicht damit durch. Testen wir es mal. Nein. Oh, hier ist wieder ein Stock. Na toll. Ja, wo müssen wir nur lang? Fragen über Fragen. Und noch keine Antwort in Sicht. Nein, da komme ich nicht hoch. Also ein Mensch oder also ein Skelett oder so habe ich auch noch nicht gesehen, dem ich den Stock geben kann. Nein, 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 nein. Ich weiß, das Spiel hat das nicht vorhergesehen, dass ich das so versuche, aber ja. Okay, das klappt nicht, da ist eine Alpha-Wand. Hätte ja sein können.
Nein, da komme ich nicht rein. Die Spielemacher haben schon erwartet, dass irgendwann Leute auf die Idee da kommen, wie es scheint. Oh, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen müde. Spider-Fuchs, Spider-Fuchs. Oh. Nein, okay. Da sind Fuchsstatuen mit zerbrochenen Köpfen. Jo, habe ich auch gerade rausgefunden, wenn ich ja. Aber da, ja, das hilft mir gerade nicht wirklich. Ja. Wir brauchen eindeutig einen Mensch, dem wir den Stock geben können. Ich glaube, der eröffnet uns einen Weg vielleicht. Oder ich erhoffe mir das nur. Oh, die Tür ist zu. Jo, ein Loch. Und da, wo sie waren, ist ein Loch, Loch, Loch. Und wenn sie wiederkommen, ist es immer noch das Loch. Wedeln! Das Wutschen und Wedeln nicht vergessen. Laden Sie mich bitte auf, danke. Hallo, Marcel. Bam, bam, bam. So, einmal hier wedeln. Wann ziehst du's Erdreich ziehen? Was? Was? Oha, jetzt kann ich
immer dieser Fuchsgeist zu werden für eine kurze Zeit zwar nur, aber ich kann ihn werden. Okay. Interessant. Die Frage, habe ich irgendwas davon, dass ich das jetzt kann? Das bringt mir jetzt hier drin nicht wirklich was, oder? Oha, ich kann übers Wasser laufen. Oha, interessant. Gewählt. Oh. Nein, mein Stock. Oh. Gut. Ich glaube, ich komme hier nicht hoch mit meinem Stock, ne? Oder geht das jetzt vielleicht wieder irgendwann automatisch hoch? Mal abwarten. Ich glaube nicht, dass es hochgeht. Ich glaube leider nicht. Ach ja. Hallo? Nein, du sollst den schon liegen lassen und einmal den hier machen. Der Stock. Ich komme nicht so schnell zurück in meinen Körper, um ihn mitzunehmen. Wie es scheint. Das ist belastend. Oh, da. Hätte ich was nicht gesehen. Ja, das glaube ich auch. Ich hätte den hier oben sollten liegen lassen.
Ja, konnte leider keiner wissen. Leider. Hörst du die Regenwürmer bluten? Blut, 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 Blut. Einmal wutscheln und wedeln. Oh, hier ist er. Hier ist der, der den Stock sollte. Okay, ich versuche doch nochmal an ihn heranzukommen. Jetzt, wo wir ihn gefunden haben. Ein Versuch noch. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Okay. Vielleicht schaffen wir es ja. So, da ist mein Stock. Ja, wir haben es geschafft. Und jetzt fallen wir wieder runter oder so. Wir bringen dir deinen Stock und geben dir damit Frieden, Mensch. Oder so. Vielen Dank für die 2 Bits, Vanessa. Vielen lieben Dank. Es regnet weiter Blut. Das macht mir Mut. Das schreit nach Cocky-Time. Oh je. Und nochmal 2 Bits, danke. Für deine 2 Corky-Bits. Which. War die anderen Seite, wo ihr lag, hier. Hier, bitte sehr, ihr Stock. Wir haben ihm seinen Frieden geschenkt. So. Hallo? Gerade sagen, ich habe mich umsonst hier gebellt. Gib mir meine Leuchtkraft. Meine Leuchtkraft. Und jetzt schickt sie lauter Cocky-Emotes. Oh je.
Ja, und Marcel kommt mit seinen Pikachus. Ich glaube, wir brauchen wieder einen Leuchtfuchs. Oder wir müssen hier irgendwas finden. Aber ich glaube eher Leuchtfuchs. Ja, mach das. Leuchtefuchs tut das, was ein Leuchtefuchs tut. Leuchtet sehr wie ein Fuchs. Okay, die kann ich anscheinend aber... Ah, hier aber. Oder auch nicht. Okay, mein Wutschen und Wedeln ist nicht stark genug dafür. Hallo, hallo, Leuchtefuchs, Leuchtefuchs. Tu das, was ein Leuchtefuchs tut. Leuchtet wie ein Fuchs. Ja, hier kommt der Leuchtefuchs. Ups, ups. Hallo. Hallo. Und willkommen zurück. Was? Oh ja, toll. Toll. Ja, aber das wird mir doch noch nichts, oder? Oh doch, hier ist so ein Ding zu zerstören. Danke, Vanessa. Ah!
Leuchtefuchs, Leuchtefuchs, tut das, was ein Leuchtefuchs tut. Leuchtet sehr, wie ein Fuchs. Pass auf, hier kommt der Leuchtefuchs. Ups. Geisterfuchs, Geisterfuchs, tut das, was ein Geisterfuchs tut. Nein! Hallo, ich bleib immer da hängen. Schiebung! Nicht explodiert. Ich hab das Spiel gecrashed. Okay, es hat geklappt. So. Jetzt brauchen wir aber wieder ein Leuchteding, ne, für das Ding, was gerade ausgeschaltet wurde. Also holen wir hier mal sowas wieder ab. So. Einmal wählen. Okay. Okay, die Sackgassen haben mir nichts gebracht. Oh, hier sind Menschen, die ich glaube ich nicht retten kann. Okay. Mm-hmm.
Wie spät haben wir es denn schon? Okay. Ich werde heute dann auch nicht allzu lange machen, nur glaube ich bis 10 oder so. Also ich versuche jetzt mal bis 10 es zu machen. Bevor ich auf dumme Idee komme, erst weiter umgucken. Ich wollte gerade sagen, bitte lass mich jetzt nicht da hochspringen müssen. Ich hoffe nicht, dass es der richtige Weg ist. Ich bin ja so der Fan von all dem Herumgespringe. Ah, das hier, ne? Ist ein sehr entspannendes Spiel. Und das macht es gerade, wenn man so schon ein bisschen müde ist, nicht einfach. Nicht einfach. Und ich bin ehrlich, ich weiß gerade wieder nicht mehr wohin. Okay, das war nur ein Versuch, hätte ja sein können. Aber von hier kommen wir überall her, ne? Jo. So weit kann ich nicht springen. Wir haben blau und schlau gelöst. Oder auch nicht. Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, wie wir jetzt hier weiterkommen. Denn wir sind ganz schön schlau. Anscheinend nicht. So schlau sind wir anscheinend nicht. Nein, ich glaube nicht, dass ich durch Wände gehen kann. Das wäre zu einfach.
Jetzt ein Stock. Ich habe aber leider auch noch keinen Menschen getroffen, der ihn haben kann wieder. Also, dem ich ihn geben kann. Sagst du, dass das eine gute Lösung war, wäre? Es ist mir nichts durch Wände zu gehen, wenn ich immer im gleichen Ort wieder rauskomme, im Endeffekt. Okay. Reiß dich zusammen, noch eine halbe Stunde schaffst du. Nein! Wow. Das war zu weit nach unten. Oh, hier beim Wasser habe ich mich ja eigentlich noch gar nicht umgeguckt. Ich bin ja sofort da hochgelaufen. Da ist wieder eine Bildergeschichte. Der blutspeiende Berg hat alle Menschen bedeckt. So. Ende, genau. Ende. So. Kugel ist doch hier reingeflogen und wo ist sie dann hin? Hier liegen überall Menschen, aber nicht den, den ich suche. So, erstmal wieder aufladen. Hallo? Aufladen? Wir haben blau und schlau gelöst. Einfach nur mal so. Aber ich glaube nicht, dass ich die kaputt kriegen, sonst wäre es ja mir angezeigt worden. Ich habe keine Ahnung, was hier richtig ist und was hier falsch. Vor allem muss ich immer wieder runterlaufen, um mein Aufladen zu kriegen. Und im Wasser läuft er ja echt stinklangsam.
Aber ja. Soll ich doch mal hier explodieren bei den Dingern? Vielleicht gehen sie doch kaputt. Wenn man es nicht versucht, weiß man es nicht. War eindeutig ein Fehlschlag. Hallo? Ah, das Spiel manchmal, ne? Dann steht man schon eine Stunde da. Und man wird doch noch kein neuchter Fuchs. Okay, wir scheinen das Rätsel gelöst zu haben. Wir haben blau und schlau gelöst. Denn wir sind ziemlich schlau. Genau. Weil das war doch richtig, glaube ich, auf dem Berg so. Weil unten so wieder der Lavaberg war und oben wieder die Leute, die herumliegen. Ich glaube doch, das ist richtig. Wir müssen nur noch das Gegenstück davon finden. Damit sich diese Tür öffnet, okay. Hoch. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber... Ich habe rausgefunden, man müsste es nicht ganz aufladen. Es reicht ein normales Bellen. Ein normales Bellen reicht aus, um blau oder schlau zu lösen. Thank you.
Oh nein, wir fangen wieder an, dauernd zu niesen. Es ist also wieder böse, Simbusch. Da ist wieder ein Stock, den nehmen wir jetzt vorerst nicht mit. Weil wir ja irgendwie nie Menschen finden, den wir ihnen geben müssen. Wir haben blau und schlau gelöst. So. Da ist noch eine ganze Fuchsstatue. Ja. Doll. So. Erstmal wieder aufladen hier, ne? Wir haben blau und schlau. So. Alle Städte waren zerstört, nachdem der Blutregen kam und die Menschen unter die Erde gingen. Der Fuchs im Berg schlief weiter. Ende. Natürlich liegt jetzt hier ein Mensch. Jetzt, wo ich keinen Stock dabei habe. Aber nicht ganz so weit weg. Hier müsste ja ein Stock rumliegen. War das hier bei der Fuchsstadt oder was weiter? Ich habe keine Ahnung mehr. Da liegt einer.
Wir haben den Stock. Den Stock haben wir. Ich laufe zurück. Ich habe mich schon gewundert, wieso alles mir so suspekt hier vorkam. Was? Ihr Lebensweisheit. Was denn? Einen Menschen mehr gerettet. Ja, ist frei. Yep. Ich bin wieder zu früh losgelaufen. So. Ja, dann noch dieses Bild hier einmal zum Leuchten bringen. Da war die Stadt glücklich, denn der Fuchs kam. So. Und es hat gespeichert. Ich hatte jetzt kurz überlegt, ob ich aufhöre. Jetzt hat das zum Glück gespeichert, aber ich laufe doch noch ein Stückchen weiter. Wenn wir jetzt auf das nächste Rätsel sollten kommen, dann würde ich, glaube ich, den Stream leider gleich schon beenden.
Ich brauche Leuchtkraft habe ich anscheinend, okay. Das war das, was ich mir nicht so sicher war. Mein Ey. Gut. Okay, ich habe verstanden, was wir tun müssen. Die Frage ist... Wir müssen erstmal wieder ein Leuchtfuchs werden, bevor wir versuchen, weitere Dinger kaputt zu machen. Entschuldigung. Ich hätte ohne Kamera sollten streamen. Das wäre wohl besser gewesen. Und nochmal aufladen. Das Aufladen. Nicht vergessen. Ja, das Spiel hat schon echt eine beruhigende Wirkung. Oh, hier oben hätte ich auch Leuchtfuchs könnten werden, wenn ich das jetzt richtig da sehe. Egal. Soll man in Rekordzeit schaffen. Ich bitte euch. Wie soll ich das denn bitte schaffen? Jedenfalls so schnell. Thank you.
Ich glaube, ich habe es gerade so geschafft. Oh mein Gott. Noch weiter oben. Gar nicht für hier. Nein! Und das Ganze nochmal von vorne. Ich habe springen gedrückt. Okay. Ich sollte echt aufhören, weil so langsam bin ich nicht mehr so ganz konzentriert bei der Sache. Ich versuche es zwar jetzt noch einmal, aber ich merke, dass ich nicht mehr so ganz bei der Sache bin. Ja, okay. Aber mal sehen. Zu früh abgesprungen. Aber weiter da oben weiter, ne? Ach, ich versuch's nochmal, komm. Es ist nur noch dieser eine Stein. Das werde ich ja jetzt noch hinbekommen. Ich kann nicht im Moment laufen. Weit.
Okay. Noch einmal. Noch einmal. Ich hasse Jump and Run. Boah, jetzt dachte ich wieder, ich wäre runtergekracht. Boah. So. Schon 10. Wie gesagt, nur noch ganz bisschen und dann. Ja, ich mag es ja so. Dieses Jump and Run. Das macht mich nur nervös. Nur nervös macht mich das. Oh, jetzt bin ich wieder nicht aufgeladen. Manchmal. Hallo, jetzt trockne dich nicht. Oh nein. Okay, das hat dann noch gereicht. Ich hätte jetzt eher gedacht, es kommt. Sie müssen, keine Ahnung, kurz warten, bis eine neue Blüte hergestellt ist, die sie dann nicht einsammeln. Wildwasserbahn. Hui. Ach ja. Ja, rutschen. Wow. So, hier ist ein Kapitelfortschritt gespeichert. Und wir sind auch bei Kapitel 5 angekommen. Ich würde dann sagen, hier machen wir einen Schnitt. Ich bedanke mich wieder jedem beim Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es aber kein Final Fantasy war. Und dann verabschieden ich und Foxy mich hier, ne? Tschüss!